Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, Ostern steht vor der Tür und für Ostersonntag oder überhaupt für den Feiertag wäre es halt ganz schön, wenn man richtig schönes Essen hätte. Habt ihr vielleicht noch keine Idee dazu? Könnte ich heute vielleicht eine dazu liefern. Ich werde heute so eine richtig schöne geschmorte Lammkeule machen mit einer richtig schönen, leckeren Portweinsauce. Richtig lecker wird es werden. Touchofen steht da, Zutaten stehen da, auf die schauen wir jetzt mal drauf. Ja, sie sind im Bild, meine Zutaten. Was braucht man? Natürlich eine richtig schöne Lammkeule. Die ist von Click and Grill. Ich verlinke euch das Fleisch am Schluss. Also beziehungsweise nicht am Schluss, sondern unter dem Video. Da könnt ihr gerne mal gucken und schauen, was es da so gibt bei Click and Grill. Das packen wir gleich aus und dann sehe ich das gleich im Einzelnen nochmal. Ich habe natürlich Portwein, brauchen wir für eine Portweinsoße. Ich habe noch ein bisschen Rotwein. Dann brauchen wir ein bisschen Tichon-Senf, verschiedene Kräuter. Das ist jetzt Thymian, Lübstöckel. Ich erzähle einem Lübstöckel natürlich. Rosmarin und Thymian habe ich ja schon gesagt. Tomatenmark habe ich dazu. Hier habe ich eine Knoblauchzehe. Das ist so eine große gewesen. Ihr könnt zwei kleine nehmen. So wird es dann auch im Rezept stehen. Den Knoblauch habe ich in dünne Scheiben geschnitten, ein bisschen Butterschmalz brauchen wir zum Anbraten von Gemüse. Was im Einzelnen ist hier Karotten und Sellerie und Lauch, alles ein bisschen klein geschnitten, das bleibt nämlich drin in der Soße. Ich habe das Ganze als Paket Suppengrün genommen, da ist dann alles dabei, was man braucht. Als Beilage gibt es Kartoffeln und die werden direkt im Essen mitgemacht, also eine One-Pot-Geschichte. Lammfond habe ich, ihr könnt gerne einen fertig nehmen, mache ich auch, weil es ist mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, extra nochmal Lammknochen, Gemüse und so weiter und so fort. Geht wirklich so richtig gut. Salz und Pfeffer und das wäre es gewesen, wenn ihr nichts vergessen habt. Wenn dem so sein sollte, seht ihr das im Video und spätestens liest ihr es im Rezept, da steht nämlich unten drunter. So, genug geredet, wir legen los, ich packe das Fleisch aus. So, Fleisch ist ausgepackt oder ein bisschen abgetupft. Was wir haben, ist noch ein bisschen so die Silberhaut. Die wird jetzt quasi ein bisschen wegpariert. Gar nicht großartig, aber ein bisschen können wir schon was runter machen davon. Das mache ich jetzt einfach einmal und dann geht es gleich weiter mit Würzen. Oh, schaut, das kann man schön abziehen. So, Fleisch ist pariert. Was jetzt noch dran ist, das kann auch dran bleiben. Das ist der Knochen, da muss nichts weg. Passt perfekt. Jetzt salzen und pfeffern. Auf geht's. Schön rundherum. Und wenn da irgendwas aufs Brett geht, das nehmen wir gleich auf. So, wie gesagt, nichts verschwenden. Das brauchen wir schon alles. Wo man nicht hinkommt, kommt man immer dann hin, wenn man das Brett würzt. So, Senf drauf. Ausnahmsweise mit Handschuhe. Das reimen wir jetzt gut hier ein. Da habe ich es aber gut gemacht mit Senf. Aber es ist ja ein schönes Stück Fleisch. Hier reibt das Gewürz schon nicht runter. Keine Angst, sieht man ja hier. Sehr schön. Das Ganze tun wir jetzt richtig schön anbraten. Butterschmalz in den Dutch-Ofen. Was ihr übrigens vielleicht so im Hintergrund hört, es regnet mal wieder. Ich weiß nicht, immer wenn ich Video drehe. Naja, gut, ist so. Ja, das Fett sollte heiß sein, Lammkeule rein. Ja. Und jetzt einfach von allen Seiten richtig schön anbrutzeln. Und ich habe euch noch was unterschlagen. Zutaten, und zwar eine noch. Was haben wir denn? Schalotten haben wir da. Und zwar sind die in die Größe geschnitten, etwa wie das restliche Gemüse auch. Brauchen wir erst später. Ach ja, eventuell brauchen wir dann später auch noch ein wenig Wasser, aber das sehen wir dann schon. So, versuchen wir es mal zu drehen. Ja, das Ganze halt einfach rundherum. Wenn euer Stück Fleisch in etwas so ausschaut, also rundherum, dann könnt ihr das rausnehmen. Yep. Fleisch ist draußen, Gemüse kommt rein. Fangen wir mit den Zwiebeln an. Sprich mit unseren Schalotten. Karotten dazu. Sellerie. Lauch. Das rösten wir jetzt alles auch schön an.
Und Knoblauch darf man nicht vergessen, den geben wir auch dazu. Ich darf jetzt alles ruhig ein bisschen das Farbe bekommen. Das ist natürlich eine richtig schöne, anständige Portion Gemüse. Der Großteil wird allerdings richtig schön verkocht. Geht in die Soße natürlich. Und dann müssen wir einfach mal gucken am Schluss, bevor wir die Soße dann fertig machen. Nehmen wir ein bisschen was wieder raus vom Gemüse. Lassen wir es drin. Lassen wir es im Ganzen. Pürieren wir es. Da schaue ich dann später einfach mal, was ich da so machen möchte. Aber ja, lasst es euch überraschen. Wichtig ist auf alle Fälle, jetzt kommt das Tomatenmark dazu. Das rösten wir nämlich auch ein bisschen damit an. So, Gemüse ist gleich soweit. Ich habe hier Rotwein, richtig schönen. Das ist ein Merlot, trockener Rotwein. Da gebe ich jetzt was dazu. Ich habe ja vorhin gesagt, das wird eine Portweinsoße. Der Rotwein unterstützt das Ganze, muss noch ein bisschen. Portwein kommt gleich dazu. Jetzt erstmal einen Schuss Rotwein. Damit lösche ich jetzt quasi den Boden ab. Oder beziehungsweise das Gemüse ab und hole die Röstaromen vom Boden weg. Dann kann ich auch schon den ersten Schuss Portwein dazugeben. Etwa so, ja, eine Drittelflasche. Und das Ganze lasse ich jetzt richtig schön reduzieren, bis die Flüssigkeit so gut wie weg ist. So, jetzt machen wir den Klugscheißer-Modus an. Das Ganze nimmt man glasieren und deglasieren. Glasieren zufügen, deglasieren, verdampfen lassen. So, Klugscheißer-Modus wieder aus. Ja, bin ja bloß ein Griller. Ich habe es auch bloß irgendwo mal gelesen und ja, hab's halt im Kopf behalten. So, ist gleich soweit, dass da alles wieder weg ist. Also sprich, die Flüssigkeit weg ist. Wir können die zweite Ladung dazugeben. Ein bisschen Rotwein und anständig Portwein. Und dasselbe Spiel nochmal. Sprich, wir lassen es wieder verdunsten. Ich habe übrigens weiß, in einem der letzten Videos haben wir gesagt, dass da der Alkohol verdunstet. Tut er zum Großteil, aber nicht ganz. Also nur einfach so im Hinterkopf behalten. So, gleich wieder die zweite Portion weg. Auf ein neues. Jetzt ist eine ganze Flasche Portwein drin und eine halbe Flasche Rotwein. Also muss gut werden. Und auch das lassen wir jetzt zum Großteil wieder wegreduzieren. Ja, jetzt ist das gut. Jetzt haben wir so eine richtig schöne Reduktion von dem Wein. So lassen wir das jetzt auch. Jetzt gebe ich meine Gewürze dazu. Sprich meine Kräuter, Gewürze, Blödsinn. Salz und Pfeffer, ganz im Gegenteil, wenn wir noch ein bisschen warten. Das machen wir natürlich erst am Schluss, wenn wir die Soße richtig abschmecken. Die Lammkeule geht wieder zurück in den Touch-Ofen. Und ich fülle das Ganze jetzt mit meinem Lammfond auf. Oder an, sagen wir es mal so. Nachdem ich ein bisschen viel Soße haben möchte, gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu. Das verträgt es. Wir haben eh schon viel Kraft in der Soße drin. Ja, und jetzt kommt das Ganze in den Grill bei mir, Deckel drauf. Und dann bleibt das Ganze für 1,5 Stunden erstmal so im Grill. Also rein damit. Achtet auf den Flüssigkeitsstand, der sollte so in etwa bleiben. Nur vergebt halt ein wenig Wasser dazu. So, Deckel zu. Wir haben innen jetzt im Moment 180 Grad, so bis 200, 210 Grad darf es haben. Und da dürft ihr drinnen 1,5 Stunden erstmal schmoren. 1:30 ist vergangen. Schauen wir mal rein. Jawohl, oh, sieht gut aus. Und das Düftle. Ja, schau, dass ihr es nicht drin könnt. Ich drehe das Fleisch jetzt einfach mal ein bisschen, dass das so richtig schön von alle Seiten ja, in der Soße liegt. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Und jetzt würde ich sagen, noch mal eine gute Stunde, Stunde eineinhalb. 2 Stunden sind vergangen. So schaut's aus. Oh ja, richtig lecker. Ich drehe das Stück jetzt noch mal. Oh, ich sehe schon, das wird richtig gut. Und jetzt gebe ich meine Kartoffeln einfach in die Soße. Die sind roh und sollen jetzt einfach so in der Soße mitgaren. Ein bisschen Flüssigkeit werde ich noch angießen müssen. Aber so schaut das Ganze schon richtig gut aus. Ich tue noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. So, sehr schön. Deckel wieder drauf und 1 Stunde noch.
ziemlich exakt 3 Stunden sind vergangen. Schauen wir mal rein. Kartoffeln müssten jetzt weich sein. Jawohl. Man sieht es nicht, aber ich bin mir sicher. Und das Fleisch? Jawohl, passt. Fleisch und Kartoffeln nehme ich jetzt raus und dann widmen wir uns ganz kurz der Soße. So, hier geht gerade ein bisschen der Wind ab. Kräftig, sage ich nur. Ich habe das Fleisch und die Kartoffeln, wie gesagt, jetzt raus und jetzt habe ich nur noch die blanke Soße und das Gemüse drin. Und ich werde tatsächlich alles quasi nur pürieren. Ich kann das auch direkt in dem Touch-Oven machen, bevor die Fragen wieder kommen. Oder beziehungsweise, da kannst du nicht mit Metall reingehen. Kunststoffteil ist unten dran. So muss das sein. So. Ich glaube, das ist püriert genug. Ein bisschen ein paar Stücke dürfen schon dabei sein. Oh, lecker. So, Soße ist fertig. Wir müssen bloß noch abschmecken. So, die ist jetzt so richtig schön stückig. Gar nichts mehr kommt, nein. Überhaupt nichts. Perfekt. Wie ist denn das Fleisch geworden? Schaut mal, was ich da mache. Mit einer Hand. Mit 2 Fingern kannst du es quasi zerschneiden. Oh, sensationell. Herrlich. Das ist butterweich. Sehr schön. Ab, Teller anrichten. Kartoffel und Fleisch ist drauf. Und jetzt noch Soße. Eieieiei. Bisschen Grün für die Deko drauf. Eine geschmorte Lammkeule aus dem Dutch Oven. Ja, Fleisch ist richtig weich. Soße und Fleisch, das müssen wir natürlich miteinander probieren. Ein Träumle. Einfach sensationell. Kartoffeln. Das sind festkochende Kartoffeln gewesen. Da passiert also so schnell nichts, die verkochen euch nicht. Perfekt. Bevor ich jetzt lang rumkau. Tolle Sache. Wirklich schöne Geschichte. Der Aufwand, der hält sich wirklich extrem in Grenzen. Fleisch rein, anbraten. Habt ihr ja gesehen, ein bisschen Gemüse schnibbeln, das ist ratzfatz erledigt. Das heißt also, an den Feiertagen könnt ihr bei euren Gästen sitzen oder bei der Familie oder und auch. Ja, habt ihr euch natürlich viel Zeit gespart, wenn das Ding doch vor sich hin köchelt, könnt ihr dabei sein bei Familie und Freunden. Ja, was gibt's zu sagen? Ich finde, es ist ein ganz tolles Gericht, ein einfaches Gericht, aber trotzdem letztendlich hat es so Feiertagscharakter. Macht man nicht alle doch so ein Stück Lamm, so eine Lammkeule. Schöne Sache, schönes Fleisch, schmecken tut's und das Video ist hoffentlich auch für euch gut. Es war so gut, dass ihr vielleicht einen Daumen nach oben geben wollt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr das ändern würdet. Da kommt das Logo von Barbecue aus Franken, da klickt ihr bitte drauf. Dann seht ihr, beziehungsweise seht ihr so auch, aber dann seid ihr mit dabei, wenn ihr da drauf klickt bei der Truppe von Barbecue aus Franken. Sprich, ihr habt den Kanal abonniert. Es kostet nichts, tut nichts weh. Und ja, wie gesagt, ihr seht mich dann alle Mittwoch, wenn ihr mögt. Da gibt es eine Glocke, die könnt ihr bitte aktivieren. Dann kriegt ihr auch Info, wenn es mal was Außergewöhnliches gibt. Ab und an nochmal am Samstag oder Feiertag, je nachdem. Ja, schöne Sache, tolle Sache. Mir schmeckt es richtig gut. Ich werde gleich weiter essen. Das ist nämlich unser Abendessen und Frau kriegt auch was. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, nächsten Mittwoch wieder. Ich bleibe euer Sven. Bis dahin. Tschüssi. Tolle Sache. So was mag ich. Ich liebe über diesen ganzen Schmorkram. Das ist herrlich. Und die Soße. Wer es übrigens nicht so stückig haben will, siebt sie vorher ab. Bindet sie ein bisschen. Und gut ist das. Das fällt mir von der Gabel. Weil so weich. Herrlich. Bis nächste Woche. Ja, dann wird es neu dran.